Tovin, das ist meine Brücke. Ich kann das Epoch da hinsetzen, wo ich es will. Tovin, jetzt halt endlich mal die Klappe. Oh, hallo, ihr seid ja auch schon da. Ja, ich freue mich, dass ihr da seid. Entschuldigung, dass ich diese kleine Diskussion mitbekommen habe. Tovin will einfach nicht einsehen, dass ich mein süßes kleines Epoch hier immer mit dabei habe. Aber na gut. Ich freue mich, euch jedenfalls wieder begrüßen zu dürfen zu einer weiteren Runde von Star Trek Online. Und wir spielen heute mal wieder eine Foundry, weil ich hatte den letzt eine Mitteilung bekommen. Es ist übrigens schon ein paar Monate her. Ich kam nur leider nicht vorher dazu, diese Mitteilung bzw. diesen Wunsch hier zu entsprechen. Und zwar hatte ich die halt eben von Lorne bekommen. Und zwar geht es darum: Hallo Werschaft, ich bin durch Zufall auf deinen Kanal gestoßen, wo du ja unter anderem Star Trek Online Let's Playst. Dabei ist mir eine Playlist aufgefallen, wo du Foundry spielst. Und ich wollte mal nachfragen, ob du vielleicht einmal Lust hättest, eine von meinen Foundries zu spielen. Hier eine kleine Auflistung. Und ja, ich habe sie mir soweit schon angeguckt gehabt und habe sie auch schon mal angespielt gehabt. Hat natürlich auch schon Antwort von mir bekommen. Also so ganz so schlimm ist es jetzt nur wieder nicht. Ich habe ihr auch gesagt gehabt, dass ich es schon ein paar Mal gespielt habe. Aber wie gesagt, ich kam noch nicht dazu, sie aufzunehmen. Und genau das machen wir jetzt. Und zwar nehmen wir hier Cardassias Nemesis Teil 1. So, gehen wir nicht auf Antworten. Wir gehen hier einfach auf J, gehen auf Foundries. Und guck mal, da haben wir sie sogar gleich, oder beziehungsweise das ist der zweite Teil. Aber wir wollten ja gerne den ersten Teil. Wir können jetzt mal gucken, ob der hier auch schon gleich hier vorne sozusagen ist. Sei denn, dass ich mal wieder total blind bin. Da haben wir sie. Genau. Gut. So. Nein, wir wollen erst einmal hier gucken, was hier steht. Ja, genau. Und vor lauter Schreck stehe ich natürlich schon wieder auf. Rucks, aber das macht ja nichts. So. Nach dem Dominikrieg lag Cardassia hier in Trümmern. Über 800 Millionen Cardassianer waren vom Dominion getötet worden. Viele Städte und Infrastrukturen zerstört. Anarchie und großes Chaos beherrschte Cardassia. Es dauerte Jahrzehnte, bis sich die Cardassianer von diesem Krieg erholten. Eine demokratische Regierung kam an die Macht, doch sie hatte starke Feinde. Viele ihrer Handlungen waren von einer militärischen Organisation namens Der wahre Weg blockiert. Diese Splittergruppierung besteht aus Anhängern des alten militärischen geprägten Cardassias. Entschuldigung. Eine cardassianische Kolonie im Char-System wird während eines Besuches von ihnen vom wahren Weg angegriffen. Dies ist der erste von zwei Teilen, der den wahren Weg behandelt. So, werden wir jetzt natürlich rufen. Sir, wie wir heute gerufen, soll ich die Mitteilung in Ihr Büro leiten? Ja, natürlich. Mein Name ist Farik. Ich verwalte zusammen mit der Sternenflotte eine Kolonie auf Belavor im Char-System als Zeichen meiner Dankbarkeit gegenüber der Sternenflotte, die mir beim Aufbau der Kolonie hilft, möchte ich Sie herzlich zu einer Besichtigung der Kolonie einladen. Ja, gut, kleinen Moment. Erst einen Offizier um Rat fragen. Jupp, Admiral, ich bin der Meinung, dass wir diese Einladung annehmen sollten. Wir müssen ohnehin auf unseren nächsten Patrouillenflug am Char-System vorbeifliegen, also könnten wir auch gleich dort mal nach den Rechten sehen. Okay, dann fragen wir mal die Botschafterin. Oh, Subadmiral, dies ist eine gute Chance, unsere Beziehung zu den Cardassianern zu verbessern. Sie sollten sie wahrnehmen. Vielleicht springt hier auch ein Gläschen Kanar für Sie heraus. Mhm, Saufäule. Dann fragen wir auch mal das Sternenflotte-Kommando. Hier ist das holographische automatische Anrufbeantworter vom Oberkommando der Sternenflotte. Wir sind im Moment nicht erreichbar, aber Sie können uns eine Nachricht hinterlassen. Sie werden garantiert in den nächsten 14 bis 147 Jahren abgehört. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Ton. Piep. Okay, gut, das hat wohl keinen Sinn. Wir nehmen einfach die Einladung an. So. Ich werde Ihre Ankunft sofort vorbereiten. Gut, Steuermann, dann setzen Sie mal Kurs und Energie. Ja, dazu müssen wir natürlich erstmal das Schiffsinnere verlassen. Gehen raus. Ja, mein kleiner Frosch. Ihr wisst, ich habe immer noch meine Erkältung. Keine Ahnung, wo ich mit ihr angefangen habe. Jedenfalls nicht auf dieser, da ist es gerade schön warm, aber na gut, da war ich auch schon lange nicht mehr. Aber egal, wir wollen jetzt ins Char-System. Wozu müssen wir denn dahin? So, ich bin jetzt perfekt vorbereitet, wie ihr seht. So, im Alpha Trianguli Sektor Block. Muss ich erstmal gucken, wo das schon wieder ist. Ja, ich habe die Karte nicht wirklich im Blickfeld. So, Alpha.
Ich weiß, ich gucke jetzt wahrscheinlich hier total falsch und ich hätte es schon längst vorbereiten können, dass wir da auch hinfliegen, wo wir hin wollten. Eigentlich müssten wir doch wahrscheinlich hier in den Bereich, oder? Weil wenn es gerade das hier ist, also ich gehe mal davon aus, dass es hier unten... Ja, ich weiß, ich war da schon gewesen. Ich habe es mir nicht gemerkt, wo ich da jetzt wieder hin musste. Warte mal, kann man da auch hinwarpen? Klappt das sofort? Gott, welche Gegend war das? Also ich glaube, wir machen das am besten so, dass wir einfach mal zu Deep Space Nine fliegen und von da aus mal gucken, ob wir da hinkommen. Ich hoffe ja jedenfalls, dass ich jetzt nicht so schlecht liege. Ja, wie gesagt, furchtbar schlecht vorbereitet. Aber gut, ich kann ja nicht alles riechen oder wissen. So, also unsere kleine Skimitter. Aber wir wollten ja nicht zu Deep Space Nine, deswegen verlassen wir dieses System hier wieder und fliegen raus. Sehr schön. Oder auch nicht sehr schön. Doch, natürlich ist es sehr schön. Auch ein interessantes Bild. Sie fliegen so schwebend durch die Gegend. Ja, sie fliegen so schwebend durch die Gegend. Mein Gott, ich hab's schon wieder. So, dann machen wir einfach mal unser Kärtchen auf. Und genau, ich wusste doch, wir müssen da runter. Gut, ich hätte wahrscheinlich auch schneller dorthin kommen können, aber leider kann ich von hier aus nicht dorthin warpen. Also ich habe auch nicht die Möglichkeit dazu, aber das macht ja auch nichts. Wir haben ja schließlich ein relativ schnelles Schiffchen, würde ich mal fast behaupten. Ja, wir sind ja auch schon fast da. Sonst hätte ich jetzt hier nochmal gleich unseren Slipstream rausgepackt, aber das brauchen wir ja nicht. So, und dann gucken wir mal. Da ist das Char-System. So, aber da können wir jetzt, sobald wir Rooks in der richtigen Position sind, nicht, dass wir vorbeifliegen. Das Schiff richtet sich aus. Sehr schön. So, dann hauen wir jetzt mal unseren Quantenslipstream raus. Dann können wir uns etwas schneller bewegen. Nicht betätigen. So, und werde natürlich versuchen abzupassen, dass wir in die richtige Zone dann reinkommen. Können es einfach schon mal... Ja, doch, wir müssen nochmal etwas weiter fliegen. Weil, wie gesagt, ich möchte ja nicht zu weit fliegen. Das wäre, glaube ich, etwas unpassend. Und die würden dann erstmal von unten winken. Hallo, wo wollt ihr denn hin? So, wir werden unter Warp gehen. Wir wären jetzt sowieso hingegangen. So, wir haben das Char-System erreicht. Sollen wir unter Warp gehen? Ja. So, und hier haben wir natürlich unsere Besatzung, die wir mitnehmen. Lalalalalala. Und dann gucken wir mal, was uns hier Schönes erwarten wird. Ja, es dauert wohl etwas mit dem Beamen. Ich hoffe, dass er uns nicht irgendwie in unsere Einzelteile dort runterbeamt, sondern dass wir in einem Stück dort unten ankommen werden. Aber gut, in der Zwischenzeit, ich hätte mir vielleicht ein Buch mitnehmen sollen. Obwohl, klappt das überhaupt, wenn man sich beamt und dann ein Buch liest? Nein, ich glaube, das klappt nicht. Ich gehe eher davon aus, man wird dann wahrscheinlich die ganze Zeit warten und warten und warten und weiß noch nicht mal, wie viel Zeit vergangen ist. Ich habe doch auch diese eine interessante Folge mit Scotty, wo er doch da auch die ganze Zeit im Beamer festhing. Oder beziehungsweise da halt eben den Dings. Ach, jetzt sagt schon. Ja, ich sollte einfach meine Klappe halten, wenn ich nicht weiß, was genau ich meine. Aber ich glaube, ihr wisst genau, was ich meine. So, damit hat sich's. So, und hier sind wir auch schon angekommen. Ja, sieht ganz nett hier unten aus. Würde mir auch gefallen. Schöne Farben. Ja, die haben hier Angst, ihre Anzüge auszuziehen. Und dann werden wir hier mal mit der Verwalter sprechen. Guten Tag, Subadmiral. Sie haben es in der Sternflotte weit gebracht und deswegen sind Sie auch hier. Diese Kolonie ist noch am Anfang, aber mit Ihrer Hilfe können wir daraus das Prunkstück des ganzen Sektors machen. Oh, ich fühle mich geehrt, Ihnen beim Aufbau helfen zu können. Wie Sie sehen können, haben wir bereits einige Gebäude errichtet. Allerdings haben wir einige Probleme mit der Wasserversorgung. Vielleicht können Sie die Pumpe ja reparieren. Ja, ich werde sie mir mal anschauen. So, dann werden wir jetzt einfach mal diesen Pfeil folgen und zu dieser Pumpe gehen. Ja, und den Frosch, der begleitet uns natürlich auch wieder. Wir können natürlich auch noch einen Lebkuchenmann auspacken, aber ich glaube, das geht im Rennen nicht. Na? Wie? Lebkuchenmann kommt nicht? Ach doch, da kommt er. Wupp. Jetzt kam er. War wohl ein wenig verzögert. Ja, der ist noch von letzten Weihnachten übrig. Oh, ich mag das E-Book sowieso, super süß. Die sind immer so schön flauschig. Fast so wie die Tribble. Aber ein Tribble kann ich ja schlecht hinter mir herziehen. So, hier haben wir schon
die Wasserleitung. Dann werden wir die mal dementsprechend reparieren, beziehungsweise pumpen. So. Jupp, Admiral, die Steuerung dieser Pumpe ist ja völlig veraltet. Sie arbeitet noch mit olgiatischen Datenstäbchen, die seit 30 Jahren veraltet sind. Wir sollten sie gegen neue raustauschen. Gut, dann machen wir das einmal. Und dann werden wir hier das Datenstäbchen entfernen. Zapp, komm! Ja, das hat geklappt. Und hier klappt es hoffentlich auch. Na, komm. Ja, sehr schön, hat auch geklappt. Und dann können wir jetzt hier die alten Datenstäbchen mal austauschen. So, dann wuseln wir da etwas dran rum. Ja, hat sogar anscheinend geklappt. Dann können wir wieder zurückgehen. So, dann können wir Parek dann gleich Bericht erstatten. Mal gucken, ob er dann noch irgendwelche Handlangerarbeiten für uns hat. Ja, Entschuldigung, aber hallo. Hat er nicht seine Leute dafür, dass sie hier die Pumpe reparieren? Naja, egal. Wir wollen ja schließlich beim Aufbau helfen. Das ist auch vollkommen legitim, wenn wir da mal etwas machen. So. Hallo. Entschuldigung. Danke, dass ich die Pumpe so schnell reparieren konnte. Allerdings befürchte ich, ich brauche Ihre Hilfe nochmal. Eines unserer Computerterminals funktioniert nicht richtig. Könnten Sie es bitte reparieren? Ja klar, ich mache mich sofort auf den Weg. So, ich würde sagen, hier drüben ist das Computerterminal. Dann reparieren wir mal. Ah, komm, mit dem Hammer draufhauen, dann klappt das schon. Na? Nein, wieso jetzt Sternenflotte? Bitte helfen Sie uns. Wir werden vom wahren Weg angegriffen und wir können Ihnen nur wenig entgegensetzen. Sie müssen sie aufhalten, ehe sie unsere schöne Kolonie zerstören. Ja, und warum greift sie der wahre Weg an? Ich habe mich geweigert, den wahren Weg für den Schutz dieser Kolonie einige Abgaben zu zahlen. Sie sagten, sie würden wiederkommen und jetzt sind sie gekommen. Ich verlasse mich auf Sie, Sternenflotte. Gut, dann werde ich mich mal sofort darum kümmern. Ich sprich Gulandrak, im Namen des wahren Weges beschlagnahme ich diesen Planeten und seine Kolonie. Verlassen Sie sofort diese Systemsternflotte, oder wir werden Sie töten. Ein Offizier der Sternflotte kapituliert nicht vor jemandem wie Ihnen. Gut, ja, jetzt sind die natürlich hier gelandet, runtergebeamt. Werden wir natürlich was gleich dagegen unternehmen. Aber die stehen ja gerade noch alle so schön. Schaffen wir es noch rechtzeitig? Die haben die ganze Zeit gestanden. Und jetzt, wo ich natürlich unser Schiff feuern lassen will, laufen sie los. Was hat geklappt? So, komm. Der ist da auch noch. Wo steckt eigentlich unser Nahkämpfer? Ich dachte jedenfalls, dass es ein Nahkämpfer wäre. Unsere Echse, unsere Xindi-Echse. Ja, ich habe mir eine Xindi-Echse geleistet. Hier drüben. Ach, jetzt kommt er nach vorne. Also sprich hier Dolor. Aber gut, ich dachte, es wäre Nahkämpfer, aber wohl doch nicht. Gut, vielleicht sollte ich ihm eine Nahkampfwaffe geben, dann wäre es wahrscheinlich ein Nahkämpfer. Ah, da sind auch noch welche. So, haben wir immerhin schon mal 1 von 5. Wenn wir auch die anderen eliminieren. Ja, ich weiß, falsches Universum. Aber ich mag Dr. Who. Vor allem die Daleks. Ja, das ist so süß. Aber gut, okay, wir sind hier im falschen Spiel. Das hat, oder im falschen Universum, das hat hier nichts zu suchen. Wir müssen jetzt hier erstmal die vom wahren Weg beseitigen. Gut, das hat soweit geklappt. Da haben wir schon 2 von 5. Geht's gleich weiter. Da drüben sind die nächsten. Warum renne ich nicht mehr? Ah, die haben hier anscheinend eine Gruppe gefangen genommen, weiß ich nicht, aber irgendwie die stehen da gerade ziemlich applaudieren vor der Orionerin. Mhm. Finde ich auch sehr interessant. Muss man nicht verstehen. Naja. Gut, wir werden jedenfalls dafür sorgen, dass die hier verschwinden. Da legen die erstmal meine Leute hier auf den Boden. Das kann doch so nicht wahr sein. Sollten sie sich nicht schämen. Tut sich hier auch noch was? Ich glaube, meine Leute sind irgendwie etwas
Lama geworden, aber ich finde es echt interessant. Wir schießen die Leute hier zur Probe sozusagen und die Tänzerinnen hier, die tanzen immer noch weiter. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hey, Sie haben mich aus dem Tanz gebracht. Hab ich nicht? Haben Sie doch. Und jetzt gehen Sie weg, bevor ich richtig wütend werde. Oh Gott, ich bin da mal weg. Okay, ich gehe mal 10 Meter weiter, bevor das Mädel auch wirklich wütend wird. So, aber die andere Tänzerin? Klatsch nicht, ja. Entschuldigung. Okay, dann lassen wir die hier mal lieber alleine. Also, nee, finde ich hier sowieso sehr interessant. Weißt du, wir machen hier die wildeste Schießerei und die juckt es irgendwie so gut wie überhaupt nicht. So, aber hier haben wir noch ein paar Kardassianer. Oder beziehungsweise Jemada, Älteste und was weiß ich was alles. Die wir jetzt erstmal beseitigen müssen. Müssen die sich so weit zerstreuen? So, und dann haben wir noch eine Gruppierung, die ist da vorne. Oh, tatsächlich. Die habe ich ja total übersehen. Aber gut, diese Einlinge werden wir auch noch beseitigen. Bleibt stehen. Ich will nur mein Schiff schieben. Bleibt ihr da stehen, Mann? Das finde ich unfair. Entweder sie bleiben überstehen oder sie bewegen sich dann doch fort. Ich wollte mich immer nur ärgern. Hier oben dann irgendwie für Stunk sorgen. Und wo müssen die auch herkommen, wenn die runterbeamen? Ist ja verständlich. Na? Lalalalalala. Aber jetzt ist dasselbe Problem wieder. Wir brauchen wieder eine halbe Ewigkeit, bis wir in unserem Schiff sind. Was ich sehr verwunderlich finde. Ich dachte, dass wir in unser Schiff schneller reinkommen. Aber nein. Wir hätten uns doch ein Buch mitnehmen sollen. Ich glaube, mein Schiff mag mich nicht mehr. Ja, das kann sein. Mein Schiff versucht, mich abzustoßen. Und deswegen versucht, die Zeit hinaus zu verzögern, bis ich endlich auf mein Schiff wieder beamen kann. Aber ja, es lädt und lädt. Ah, wir kommen langsam in die Puschen. Na, na? Ja, sag ich doch, da sind wir. So, dann werden wir natürlich erstmal gleich unsere kleinen Drohnen raushauen. Sorgen, dass wir den irgendwie mal den Popo aufreißen werden. So, ich muss noch, dass die hier für Stumpf sorgen, wo ich hier bin. So. 2 von 4 haben wir jetzt schon. Obwohl, da scheint es wohl mehr Bekommen zu geben. Die eine Gruppe haben wir wohl, das war wohl die eine Gruppe, das macht sie die auch so schnell. Das ist eine Dreiergruppe, wa? Ich bin mir optimistisch. Jetzt muss ich die richtige Winkel nicht erwischt. Dafür können wir unsere weitere Drohne raushauen. Das ist natürlich auch gar nichts. Ich bin nicht kaputt, ich bin die Drohne so glücklich. Ich bin mir gegenüber. Eben auch welche Schwächen dann rauszusuchen. Schwer beschädigt. Wir können es ändern und wichtige Daten über den wahren Weg sammeln. Ja, dann machen wir das doch mal. Außerdem hat sie versammelt und wir porten rüber. Was wieder eine halbe Ewigkeit dauern wird. Ich könnte jetzt noch eine Pausenmusik einspielen. Aber ich glaube, das wäre irgendwann langweilig und eintönig. Was könnte man noch in der Zwischenzeit machen? Ich habe hier übrigens eine Fledermaus hängen. Ist allerdings keine echte Fledermaus, ist eine Stoppfledermaus. Die hängt von der Lampe runter, die mit Efeu verziert ist. Ja, das sind alles Dinge, die euch so maßlos gerade interessieren. Ich wollte es immer so trotzdem erwähnt haben. Und dabei fällt mir auch ein, ich könnte auch die Pflanzen so im Allgemeinen mal wieder gießen. Die lassen irgendwie alle ihre Blätter hängen. Ja, meine Pflanzen sind es gewohnt, dass die nur alle 3, 4 Monate gegossen werden. Aber hey, wir sind auf dem Schiff angekommen. Super, wie sollen wir denn jetzt von diesem Kahn wieder runterkommen?
finden, die einen dafür notwendige Freigabe hat, könnten wir uns in den Hauptcomputer des Schiffes hängen und uns von der Blockade aufheben. Mal los. Gut, in der Zwischenzeit haben wir natürlich auch schon angefangen, sich hier mit den Bewohnern oder Besatzungsmitgliedern dieses Schiffes zu kloppen. Hier vorne haben wir eine Konsole, so wie es aussieht. Genau, dann krabbeln wir die doch auch mal gleich an. Na, finden wir hier irgendwelche Informationen? Von dieser Konsole können wir anscheinend nicht die Transportersperre aufheben. Allerdings scheint sie über einige sehr interessante Daten zu verfügen. Na, dann bin ich mal interessiert. Dann gucken wir uns die doch auch gleich mal an und Datei 1 aufrufen. Persönliches Logbuch von Gil Harak. Wir haben vor 3 Wochen unser neues Hauptquartier auf Volan 2 verlassen. Seitdem haben wir 3 Schiffe der Regierung und 2 zivile Frachter zerstört. Es ist eine Tragödie, aber ich hoffe, dass die Regierung auf Cardassia bald schwach genug ist für einen Putsch gegen sie. Der Ghoul meint das Ende der Aufzeichnung. Gut, und Nummer 2. Hören Sie mir genau zu. Auch wenn ich nicht ein Sympathisant Ihrer kriminellen Aktion bin, so möchte ich Sie doch nicht als Feind haben. Ich bin bereit, Ihnen die nötigen Informationen über die Pläne der kardassianischen Flotte zu dem festgelegten Preis zu überlassen. Ich werde Ihnen als Zeichen des Vertrauens 30% im Voraus senden und wie vereinbart den Rest nach meiner Bezahlung an Sie übergeben. Ende der Aufzeichnung. Ja, und wer ist das? Ich glaube, das müsste Ghoul Revar sein. Ich bin ihm vor 3 Jahren während meines Dienstes auf Deep Space Nine begegnet. Okay, gut, dann rufen wir mal Datei 3 auf. Wie vereinbart werden wir Ihnen beim Kauf gegen die cardassianische Regierung für die versprochene Prämie helfen? Unsere Schiffe stehen im Helwig-System bereit. Wir warten auf Ihr Signal. Name Anna Lucia, Spezies Vulcania Betazonit Hybrid. Geburtsdatum unbekannt, Geburtsart Vulkan. Eltern Powak Vulcania, Jezira Kaya Betazonidin. Einstufung der Sympathie mit dem wahren Weg 99,45%. Lebenslauf 2408, wissenschaftlicher Abschluss der Sternenakademie auf der USS Thuringia als Fähnrich verlegt, wurde am 9. September zum Vizeadmiral befördert. Ihr derzeitiges Schiff ist die ISS Chaos. Ein Admiral der Sternenflotte? Na gut, dann haben wir hier erstmal genug gesehen. Und ja, ich glaube, wir müssen da oben lang. Scheint mir jedenfalls so. Kommen wir hier durch? Ja, da kommen wir durch. Ups! Und rennen den hier natürlich gleich in die Arme. Ja, genau, werft nur eure Bomben. Ich werfe zurück. Beziehungsweise meine Leute. Doch, was habt ihr jetzt davon? Wir werfen schon wieder die nächste. Ist doch nicht wahr, oder? So, komm, wir können mal unser Schiff feuern lassen. Fallen da auch schon wieder alle um? Ja, sorry, ich habe immer noch so eine leichte Erkältung in mir. Und deswegen wundert euch nicht, wenn ich mal etwas schnupfen muss oder husten muss oder sonstiges. So. Die haben wir eliminiert. Warum leuchte ich jetzt eigentlich so? Ich renne hier schon wieder rein. Na, es scheint hier aber ruhig zu sein. Und warum wackelt das hier so? Na, dann hacken wir mal die Konsole. Beim Hacken sind wir gut. Diese Konsole scheint auch nicht die nötige Freigabe zu haben, um die Transporterblockade aufzuheben. Allerdings sind wir auf einige sehr interessante Daten gestoßen. Na gut, dann schauen wir uns mal die erste an. Name Tehak Jasol, Rang Gil. Geburtsdatum 1.7.2384. Geburtsort Lakaria City, Cardassia Prime. Besondere Krankheiten, Alpha 430 Syndrom. Besondere Medikamente, 4-mal täglich 0,3 Gramm Avecon. Ja, wir sollten uns also diese Information merken. Dann tut das auch mal. Habe ich getan. Gucken uns auch die Datei 2 an. So, Dumat Aran, Rang Legat der cardassianischen Flotte. Geburtsdatum, Geburtsort und Einstufung der Sympathie mit dem wahren Weg 86%. Lebenslauf 2407 zum Berater des Detaparates im Bereich Militär und Sicherheit ernannt worden.
seit 2408 Informant des Wahren Weges über die Militäraktion der Cardassianischen Flotte. Aha. So, und hier haben wir noch einen. Novik Dalak, Gulde de Tapagade, Geburtsdatum 4.7.2360, Geburtsort Gulat Cardassia Prime. Einstufung der Sympathie mit dem Wahren Weg 94%. Lebenslauf 2383 Abschluss der Militärakademie auf Cora 2, 2384 als Gil auf dem Frachter Relax verlegt, 2392 zum Gillen befördert und nach Volan 2 verlegt, 2395 nach Septimus 3 verlegt, 2401 Beförderung zum Ghul und Verlegung auf die Militärakademie auf Cora 2 als Lehrer, 2405 Kontaktaufnahme mit dem Wahren Weg und Beginn der Rekrutierung von Studenten auf Cora 2 Militärakademie, 2408 zum Kommandanten des Detapa-Garde ernannt, beginnt sofort die Soldaten der Detapa-Garde gegen Soldaten des Wahren Weges auszutauschen. 2409 trat sie eines Anschlages auf einige Mitglieder des Detapa-Rates. Die Ermittlungen konnten seine Beteiligung nicht herausfinden. Okay, da haben wir hier auch wieder genug gesehen und gehen wieder zurück. Und müssen wir doch die richtige Konsole mal erwischen. Aber dazu müssen wir uns, ja, da oben leuchtet's. Müssen wir uns erstmal hier wieder durchkämpfen. Was ist denn jetzt hier der Ausgang? Ah, da unten. Dann eilen wir dort mal geschwind hin. Und laufen wahrscheinlich gleich wieder den nächsten in die Arme. Ja, da sind sie auch schon. So, ich nehme den hier vorne. Das ist wahrscheinlich das Sinnlichste. Die anderen laufen jetzt wahrscheinlich sowieso gleich wieder los. Na? Nee, jetzt sind sie natürlich nicht losgelaufen. Ist doch mal wieder typisch, oder? Also die haben sich echt abgesprochen, oder? Die KI hat mittlerweile festgestellt, wenn ich anfange mit dem Schiff zu feuern, auf welches Feld ich gehe. Hm. So, komm, Gegenstand nehmen wir mit. Sind wir ja gar nicht so. Und hier wackelt's. So, holen wir auch mal unsere Zwillinge raus. Nicht die Zwillinge. Bevor jetzt wieder irgendwelche Fragen kommen. So, komm. Also die sind diesmal hartnäckiger. Vor allem die stehen diesmal auch wieder sehr schön, aber ich kann leider das Schiff nicht feuern lassen. Was habe ich gerade bekommen für eine Auszeichnung? Kriegsveteran des Dominions. Na super. So. Und hier sind natürlich schon gleich die Nächsten, die nur darauf warten, von uns besiegt zu werden. Immer mit ihren Granaten. Naja gut, okay, ich würde es genauso machen, wenn ich es könnte. Ich kann es aber mit dem Char nicht. Dafür kann ich kleine Turrets setzen oder Schiff feuern lassen, wenn der Timer nicht so lang wäre. Ich könnte ja am Anfang nur meine Leute hier feuern lassen. Ja, gut, ich glaube, das haben wir hier erledigt. So, dann interagieren wir mal mit dieser Konsole, die hier so groß leuchtet. Das ist wahrscheinlich so die Konsole mit dem Zaunpfahl. Da. Super. Ich glaube, ich habe herausgefunden, wo wir die Transportpokal aufheben können. Nämlich auf der Brücke. Warten wir dann. Wir sind bereit, für die Brücke zu entern. Wir warten nur noch auf den Befehl. Ja, dann auf. Wir gehen auf die Brücke. Lassen die hier unten einfach gemütlich weiterkämpfen. Ich hoffe ja, dass meine Leute jetzt mitkommen. Und dass das mit dem Beam jetzt besser klappt. Also sprich, dass alle meine Leute erfasst worden sind und nicht die Leute von ihm. Aber das sehen wir ja dann gleich. Lalalala. Wenn es mal fertig ist. Ja, was könnte ich euch sonst noch so Interessantes berichten? Ich habe hier übrigens eine Schiefertafel hängen. So schön angemalt. Das war vorher mal ein Brett. Dann haben wir einfach so Lack drauf gemalt. So Entschuldigung. Was, ja, damit man halt mit Kreide draufzeichnen kann. Entschuldigung, ich habe mich gerade irgendwie etwas verschluckt. Ich krieg's noch hin. Und ja, da ist einiges drauf. Wie gesagt, halt eben so ein paar Zeichnungen und ein paar Schriften. Und ja, aber wir sind interessanterweise auf der Brücke angelangt. Die haben es noch nicht festgestellt, dass wir da sind. Jetzt werden natürlich hier schon wieder Granaten geworfen. Aber wir hauen schnell auch unsere Schifftürme raus. Und hoffen, dass hier alles so weit klappt.
für einige, die auch diese Mission spielen wollen. Also, es kann gut sein, dass man hier an dieser Stelle, wenn man hier auf diese Brücke kommt, hier vorne auf einmal im Boden festhält. Da kann Lorne 12 überhaupt nichts für. Das ist leider ein Bug von der Foundry aus. Es muss nicht passieren, es kann passieren. Es ist mir in den ganzen, ich weiß nicht, ich glaube, ich spiele diese Foundry mittlerweile zum dritten Mal, ist es mir bis jetzt nur einmal passiert. Also wie gesagt, also es muss nicht passieren, es kann passieren. So. Oh, ich sollte vielleicht mal ein bisschen hier auf meine Schilder achten. Beziehungsweise auf mich achten, aber das habe ich natürlich wieder zu spät getan. Und wir müssen auch mal. Ja, hat auch wieder geklappt. Gut. So, ich dachte, dass dann alle meine Leute gespawnt haben. So. Sehr. Sag mal, warum sind denn da immer noch so viele? Ich dachte, die hätten wir mittlerweile alle. Ja, komm, Schiff, Feuer. Na, und du brauchst nicht flüchten zu gehen. Guck mal, einen Huhn haben wir da. Huhn Andrak. Wobei ich irgendwie gerade an Andraschek denken muss. Nein, das ist wieder was ganz anderes. Ich glaube, die meisten wissen gar nicht, wer von euch das ist, Graf Andraschek. Derjenige, der es wissen will, kann es mir ruhig mal in die Kommentare reinschreiben. Dann kann ich euch verraten, wer Graf Andraschek ist. So. Und hier oben haben wir doch noch jemanden. Raus. So, wo ist er denn? Da ist er. Der tote Cardassianer, mit dem wir natürlich sprechen wollen. Admiral, dieser Cardassianer wurde durch einen heftigen Stromschlag getötet. Wahrscheinlich ist die Konsole explodiert. Wir könnten ihn nach nützlichen Dingen untersuchen. Ja gut. Ich bin zwar kein Leichenschänder, aber trotzdem netzwerkheilig die Mittel. Sie finden Folgendes. Zwei Hypo-Sprays, ein kardassianischer Phaser-Pistole, ein Pet, 47 Flöhe, die sind wichtig, und 0,3 Liter Kanar. Aber ich finde die Flöhe immer noch am besten. Den Kanar untersuchen. Mhm. Süßungsmittel, Alkoholgehalt, aha. Okay, Hauptsache ist Koffein drin, aber das Rezept muss ich mir wirklich mal merken. Mhm. So, die Hyposprays untersuchen. Eins ist leer, Reste von Melodarin zu erkennen. Und das zweite hat 40 Milliliter Abekon. Hm. So, Phaserpistole. Kardassianischer Phasertyp 3. Madrid Weapon Industries. Mhm, die Energiezelle ist voll. Leichte Verletzung, schwere Verletzung, leichtes Betäuben, schweres Betäuben, Töten, Pulsieren und Überlastung. So, dann haben wir noch das Pad. Persönliche To-Do-Liste von Gil Bernack. Entschuldigung. Den Doktor aufsuchen und das Melodrin auffüllen lassen. Den Bericht über die Leistungsfähigkeit der Konsole beim Chefingenieur abliefern. Meine Flöhe-Sammlung die Brücke zeigen. Das finde ich immer noch am besten. Das gefällt mir echt. Wir können auch natürlich die Flöhe untersuchen. So, da haben wir sie. Bulex Merlokis Analakius. Okay, Südhalbkugel von Cardassia Prime. Unter Arti Pelux Merlokis Magnus. Pelux Merlokis Superbus. Pelux Merlokis Cardassius Secundus. Bevorzugter Lebensraum: Cardassianische Haare, Cardassianische Ratte. Übertragbare Krankheiten. Anbetungswahn von Flöhen, Müdigkeit, erhöhter Stress unter Belastung, kardassianisches Schüttelfieber. Aber das erste finde ich immer noch am besten: Anbetungswahn von Flöten. Von Flöhen. Und ich glaube, das hatte dieser Mann. Gut, ich habe jetzt erstmal genug gesehen, dann können wir uns jetzt erstmal um die Konsole kümmern. Aber ich weiß nicht, ich finde das echt genial. Anbetungswahn von Flöhen. Ja, das gefällt mir. Aber unser Hund ist auch so sieht. Nein, unser Hund hat keine Flöhe. So, bitte geben Sie die Kommandocodes ein. Und die haben wir uns ja hoffentlich einigermaßen notiert. Und deswegen bin ich jetzt mal dafür, weiß ich jetzt gar nicht, Sicherheitsmaßnahmen. Und zwar, wir nehmen hier Alpha 430 01520 und Abekon. Genau, so, und jetzt können wir hier, jetzt haben wir es nämlich überbrückt, die Anzahl aller aktiven Schiffe des Warenweges in diesem Sektor. 5 Schiffe der Galo-Klasse, 14 Schiffe der Hedici-Klasse, 8 Angriffsschiffe der Jemadar, 7 Shuttle-Schiffe. So, und die Partner sind 7 Schiffe der Madrid Mining Corporation und 9 Frachtschiffe. Okay,
So, Liste der hochrangigen Angehörigen des wahren Weges anzeigen, Zugriff verweigert. Oder Liste aller Sympathisanten anzeigen, Zugriff verweigert. Okay, Transportblockierung, um das Schiff aufzuheben. Arbeit in Aktion. Aktion wurde durchgeführt. So, dann lösen wir natürlich auch die Selbstzerstörung aus, geben den Code schnell ein. Super, Admiral, dass wir wieder Verbindung mit Ihnen haben. Wir haben einen Notruf aus dem Erati-System abgefangen. Sie sollten sofort runterbeamen. Ich habe bereits einen Kurs setzen lassen. Ja, dann gehen wir natürlich auf unser Schiff zurück. Weil dieses Schiff wird hier bald zusammenfliegen. Nein, explodieren. Entschuldigung. Ja, das ist noch dieser elendige Hustenreiz. Ich darf halt eben noch nicht so viel reden, aber das tue ich ja gerade. Aber ich glaube, wir haben es bald geschafft. Gucken wir mal. Wenn wir hier irgendwann mal mit dem Zonen fertig sind. So, wo waren wir stehen geblieben? Achso, bei unserer Schiefertafel. Ich habe übrigens zwei davon. Auf den einen stehen irgendwelche IPs, aber die gehört auch nicht wirklich mir. Und auf den anderen ist halt eben noch ein Bild von einem anderen Spiel. Das nennt sich EverQuest 2. Ja. Da wurde halt eben ein Mitspieler aufgezeichnet von unserem ehemaligen Raid-Leiter und dementsprechend einige Kommentare dazu notiert. Naja. Hier spricht Captain Gilcorn von der SS Mitrax. Wir wurden von mehreren Schiffen des wahren Weges angegriffen. Bitte helfen Sie uns. Ja, rote Alarm und alle Mann auf die Kampfstation. So, und wir hauen unsere Drohnen raus und fliegen los. Sieht hier natürlich auch sehr interessant aus. Sups. So. Ja, hier sind Reichweite, wo wir feuern. Die nächste Drohne können wir in 3 Sekunden, 2 Sekunden Risiko aushauen. Nein, ich weiß nicht, wieder was. Ja, ich komme heute ständig auf irgendwelche Abspaltungen. Seht's mir nach, ich bin noch halb krank. Das liegt eindeutig da dran, ja. Und wie weit seid ihr schon mit dem Spiegeluniversum? Ja, ich weiß, wir haben gratis ein Event mit dem Spiegeluniversum. Das ist natürlich ein ziemlich lebbarer Begriff. Wie weit seid ihr? Wenn man nicht weiß, was heute ist. Also heute ist der 11.11. Wo ich diese Folge hier gerade aufnehme. Ich sag mal, der 11.11. habe ich natürlich auch schon verpasst. Nein, ich komme eigentlich aus einer Karnevalsfamilie. Aber das ist schon ein bisschen mehr her. Und früher hat man das eigentlich schon exzessiv gefeiert, sozusagen. Kurz bevor sie die kardassianischen Schiffe zerstört haben, haben diese einige Intertrupps auf das Maschinendeck gebeamt. Da wir allerdings ein Frachter und kein Kriegsschiff sind, konnten wir denen nichts entgegensetzen. Als Sternflottenoffizier ist es ihre Pflicht, uns zu helfen. Ja. Der ist etwas sehr, wie soll ich sagen, aufdringlich oder, ja, er beharrt da drauf. Du musst! Ich habe es gelesen, in den Statuten steht drin. Genau. Ja, Männer. Obwohl, nein, das kann man nicht verallgemeinern. Dieser Mann, genau. So. Gut, aber wir haben wieder eine längere Ladezeit. Wir waren stehen geblieben bei den Karnevals-Sessions. Ja. Wie gesagt, ich war früher da mal ziemlich intensiv drin, war auch in einem Karnevalsverein gewesen. Und nein, getanzt habe ich nicht, ich habe auch keine Vorfte-Rege vorgetragen. Ich war dort als Zeremoniemeisterin sozusagen und hatte dann immer die Vortragenden und Tänzer rein und rausgeleitet. Ja, war eigentlich auch ganz lustig. Lag halt eben in der Familie. Mein Vater saß im Elverrad, meine Mutter nicht. So. Superadmiral, die Eindämmung des Warpkerns der Mitrax scheint nicht mehr richtig zu funktionieren. Wir sollten uns beeilen, wenn wir ihn rechtzeitig erreichen könnten, wir vielleicht seine Eindämmung wiederherstellen. Gut, dann eilen wir mal und reden hier mit diesem Gast. Was denn das für ein Service hier? Ich habe eine 4-Sternen-Reise aufgebucht, aber stattdessen lande ich in diesen heruntergekommenen Frachter. Der Captain hat mich sogar das Deck schrubben lassen und er meint, ich würde viel zu viel meckern. Und jetzt ist da auch noch ein arroganter Cardassianer mit seinem Saufkumpan aufgetaucht und hat dieses Schiff hier geändert. Aber sind wir hier oder... was habe ich recht? Ja, gut. Dann eilen wir mal. Vermute. Nee, die greifen uns nicht automatisch an. Dann lassen wir sie einfach mal links liegen. Aber wir können hier gerade die... Ja,
doch nicht festlegen. Hier können wir auch die Frachtliste einsehen. Inoffizielle Frachtliste, nicht Existenz. Okay, also wenn es eine inoffizielle Frachtliste oder Fracht wäre, dann würde die da bestimmt auch nicht drinstehen. Ich sollte nicht lachen, wenn ich gerade hier husten muss. Das ist nicht gut. Nein. So. Gut, die haben wir alle beseitigt. Denken wir mal gleich zu den nächsten weiter. Entschuldigung. Vielleicht sollte ich vorher irgendwelche Warnhinweise in das Video reinpacken. Achtung, gleich muss ich wieder husten. So. Wie weit kommt ihr vorgelaufen? Kommt ihr vorgelaufen? Kommt ihr nicht vorgelaufen? Ihr werdet durch die Gegend gestupst. Gut, ich werde mal das Schiff wieder feuern lassen. Noch stehen sie da ja relativ. Oh, jetzt kommen die auch noch von der Seite raus. Na ja, gut, ist ja klar, von wegen. Die wollen ja natürlich auch hier gut aufmischen. Die armen Andorianer das Leben schwer machen. Und das vorher Antje nur eine normale Reise gebucht hatte. Ich glaube, das ist einer von meinen Leuten, ist ja nicht. Komm. Nicht liegen bleiben, soweit kommt's noch. Weg mit dir. Sind da noch mehr? Nee? Das war's. Sehr schön. Dann nehmen wir hier gerade die Gegenstände mit. Klein Vieh macht ja auch Mist. Ich weiß, ich lasse sowieso ziemlich viel liegen. Wurzelbier. Oh, Rootbier. Mögt ihr auch Rootbier? Genauso wie ich. Oh, ich könnte mich da reinknien in das Zeug. Ich versuche hier mal dran vorbeizurennen. Vielleicht klappt's ja. So. Stellen wir uns hier mal direkt hin. Und hoffen, dass wir die anderen irgendwie ignoriert haben. Ja, die stehen anscheinend noch in den Räumchen drin. Sieht nicht so aus von dem Bildschirm her, dass die rauskommen. Ja, willst du wohl endlich mal fallen? Na gut, ich habe... Ah, stimmt, ich habe ja noch mein Stäbchen. Mein Zauberstäbchen, womit ich ihn fliegen lassen könnte. Ah, cool. Alok haben wir hier. Fliegt er jetzt oder fliegt er nicht? Ja, manche wieder stehen auch einfach. Ach, guck mal, jetzt haut hier mein Cindy-Heini da drauf. Also, warum stehen die denn hier noch alle? Ich dachte, die werden schon längst alle tot. Ist halt. Kommt's noch. Ich glaube, wir sollten hier mal etwas dafür sorgen, dass hier unsere Schilde wieder aufgeladen werden. Ist der Typ hartnäckig? Na, komm. Aber anscheinend bin ich hier auch irgendwie die Einzige, die gegen den Typen hier kämpft, ho? Wo sind die anderen meiner Leute? Und warum wirft er hier schon wieder mit Granaten? Und warum liegt Wirren schon wieder auf dem Boden? Und warum? Nein, nicht warum. Ach, guck mal, der hat hier versucht, gerade irgendwie Nachschub zu holen. Habe ich das richtig gesehen? Hm. Oh, guck mal, es gab mal was Blaues zur Abwechslung. Aber sie haben sie wohl verscheucht. Ja, da reden wir mal mit dem Besatzungsmitglied. Meine Freunde, sie wurden vom wahren Weg entführt. Meinen Sie Ihr Latinium? Das auch. Aber vor allem wurden meine Kameraden weggebracht. Alles wird gut, wenn Sie sich an die psychologische Beratungsstelle der Sternenflotte wenden. Genau. So. Da müssen wir hin. Genau, das ist die Konsole. Ich hoffe, dass wir noch rechtzeitig sind. Sir, Sie müssen die Energie von mehreren Systemen abziehen und in die Notdämmung leiten. Die Noteindämmung braucht mindestens 50% ihrer Kapazität, um zu funktionieren. So, die Auslastung ist gerade bei 20%. Gut, dann nehmen wir mal Energie aus dem Waffensystem. Jetzt bei 30. Gut, den Innenraum können wir auch um 5 Grad senken und dann noch etwas Energie aus den Transportern abziehen. So. Sie haben es geschafft. Die Noteindämmung funktioniert zumindest so lange, bis die Metrax die nächste Sternbasis erreicht hat. Ah, super, kriege ich jetzt einen Orden dafür? Wohl nicht. Dann reden wir mal mit dem Captain. Captain. Diese Cardassianer haben mein geliebtes Schiff geändert und einige Mitglieder meiner Crew als Geiseln genommen und weggebracht. Wohin, weiß ich nicht, aber ich bin mir sicher, dass sie sich nicht mehr in den Sektor befinden. Mich haben sie mit den anderen zurückgelassen, damit ich ihnen davon erzähle. Ja, alles wird gut werden. Ihre Warp-Kerneindämmung funktioniert wieder. Sie können mit Warp fliegen. Sie haben vielleicht recht, aber trotzdem ist es ein Trauma, das ich hier abarbeiten muss. Vielleicht sehen wir uns ja eines Tages wieder. Ja, leben Sie lang und in Frieden.
Gut, tschüss. Submadmiral, wir werden von Schiffen des wahren Weges angegriffen. Kehren Sie sofort auf das Schiff zurück. Ja. Mein Gott, ist das hier, das artet ja hier auch alles in Stress aus. Also fliegen wir schnell auf das Schiff zurück. Was wohl mal wieder etwas länger dauert. Gut, was hätten wir sonst noch zu berichten? Ja, ich könnte euch auch von meiner Schneiderpuppe hier erzählen. Ich habe eine Schneiderpuppe hier. Das Problem ist nur, ich nähe nicht. Oder ich würde gerne nähen, aber ich stelle mich irgendwie zu blöd dafür an. Aber Hauptsache, ich habe so eine Schneiderpuppe. Ist doch auch okay. Die steht hier schon seit einer halben Ewigkeit rum und wartet drauf, mal wieder benutzt zu werden. Ich weiß, das sind alles Dinge, die euch maßlos interessieren. Aber mit was soll ich denn sonst hier gerade den Ladebildschirm füllen? Ich könnte euch auch sagen, dass das Zimmer wahnsinnig unaufgeräumt ist, weil aufräumen ist nicht so meine Stärke. Und ja, ich sitze dann lieber vorm Rechner und spiele ein wenig vor mich hin oder vertröde mir die Zeit mit irgendwelchen Serien gucken, als dass ich aufräume. Ich weiß, kein gutes Vorbild. So, aber wir haben es geschafft. Sir, wir werden von den kardassianischen Schiffen gerufen. Soll ich sie durchstellen? Yep, auf den Schirm. Ich bin Nazca's Ghul des wahren Weges. Sie befinden sich in ein Gebiet, das uns gehört. Ergeben Sie sich oder wir werden Sie eliminieren. Ja, Schild hoch und Drohnen raus. So, wir wissen ja etwa, was uns hier erwartet. Wir hatten ja schon gesehen gehabt, was hier für Schiffe in der Gegend sind. Das sind Verbündete. Also sprich, es sollten eine ganze Menge sein. Aber wir lassen uns mal überraschen. Die sind hier schließlich mit Skimitar unterwegs. Skimitar, die weiß ich schon zu haupten. Im Notfall machen sie einen Ton für sie. Insofern schon keinen Schaden. Nein, natürlich macht mein Skimitar Schaden. Allerdings gehöre ich auch wirklich zu den Leuten, die ich mache. Ich bin schon. Ich mache also beim besten Willen nicht. Wie gesagt, ich spiele das ganze Spiel nur aus Laufwerkschaftsprogramm, um nicht um irgendwelche Zahlen aufpoppen zu sehen, um dann damit sagen zu können, das und das erreicht. Hallo, ich wurde ja auch noch mal protonisch. So. Wir haben den Treffer wohl eliminiert. Und jetzt? Gibt es hier noch was? Hallo. Ah, da. Submadmiral, ich habe einen Funkspruch abgefangen. Er ist allerdings stark verschlüsselt. Ich könnte Ihre in den Schlüssel, aber das würde etwas dauern. Ja. Hier wird fortgesetzt in Cardassia Nemesis Teil 2. Bald in Ihrem Missionslogbuch. Dann zeigen Sie mal her. Hallo, ich bin Captain, kein Dechiffrierer. Dann lassen Sie sich mal zeigen. Danke, dass du diese Mission gespielt hast. Bevor du aber die Mission abschließt, möchte ich dich doch auf einiges aufmerksam machen. So, hier steht das jetzt auch drin, von wegen, falls man in der Brücke irgendwo festhängt. Oder für die schwebende Konsole auf der Karte Brücke bin ich nicht verantwortlich, sondern Bug von der Foundry. Und es kann auch, wie gesagt, passieren, dass man halt eben festhängt. Dann einfach mal kurz relocken und ja, jetzt versuche meine Stimme ganz abzuhauen. Und dann ist es auch okay. So, ja, es war jedenfalls eine sehr schöne Mission. Hat mir jedenfalls gefallen, der Schaffer diese Mission. So, dann wäre denn wir, genau, dies ist meine erste Foundry-Mission, deswegen bitte ich um Verständnis. Sollte einiges nicht so professionell sein wie bei den anderen. Ich hoffe, dir hat diese Mission gefallen. Wir sehen uns bestimmt bald wieder in Cardassia Nemesis Teil 2. Und finale Veröffentlichung ist auch bereits schon veröffentlicht, war auch schon letztes Jahr. Und damit, finale Widmung, können wir uns auch nochmal angucken. Vielen Dank an Cryptic für die Foundries, mit der man wunderbare Missionen erstellen kann. Merlock für deine wunderbaren STO-Let's Plays, die inzwischen bei mir abends als erstes auf der To-Do-Liste stehen. Und besonderer Dank gilt Kingsley Merlock, Kiwiken Darkwin und Mchiobo. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen für das Testen dieser Mission. So, continue. So, und damit haben wir diese Mission abgeschlossen. Ich habe ja hier auch schon einiges reingeschrieben gehabt. Und natürlich gebe ich auch für so etwas Trinkgeld. Ich hoffe, dass ich jetzt... Ich gucke jetzt erstmal nicht, dass ich jetzt hier... Genau, ich habe gerade genug. Und schreibe, wups, nochmal das Ganze. So, damit haben wir diese Mission, wie gesagt, abgeschlossen. Und wir können dann hier rauswarpen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Mir hat sie jedenfalls gefallen, diese Mission. Und wie gesagt, wenn ihr die auch mal spielen wollt, geht einfach hier in die Foundry und guckt nach
Cardassia Nemesis Teil 1. Einfach weiter runter scrollen und Teil 2 steht dann erstmal ganz oben. Ja. Wie gesagt, ich danke euch fürs Zuschauen und auf bald. Tschüss.